So, herzlich willkommen zu einer runden Stunde, die politisch wird. Und zwar, ja, auf Wunsch von einem der Abonnenten habe ich jetzt einfach mal Real Politics rausgepackt. Ist ein Spiel, das hat so mittlere Wertung, liegt im 22, 23 Euro Verkaufssegment ungefähr, wenn es der normale Preis ist. Ansonsten habe ich schon öfter auch irgendwo in einem Sale gesehen, dass das auch mal schon für, weiß ich nicht, 7, 8 Euro verkauft wurde. Und um das so ein bisschen vorzustellen, denke ich, werde ich mal schauen, dass wir so ein Tutorial durchlaufen und uns das mal angucken. Wie sieht das eigentlich aus? Welche Möglichkeiten hat man? Ist das eher hektisch? Ist es zu fusselig, zu wuselig? Und ja, ich habe jetzt die Musik ein bisschen runtergeregelt und habe auch Autosave angestellt. Das kann man dann so machen, so monatlich, alle 3 Monate oder wie auch immer. Da gibt es dann hier so die Einstellung, dass man das so ein bisschen machen kann. Die Tipps habe ich angelassen. Dann kann ich die so ein bisschen vorlesen. Ist dann manchmal besser, als wenn man es selber erklärt. Außerdem ist es ja so, dass man gucken muss, was bietet das Spiel da. Wie gibt ja auch Spiele, die sind, wenn die Tipps geben, absolut gruselig übersetzt oder sonstiges. So, hier unten, man sieht New Power nicht verfügbar. Das ist schon so ein Add-on, das erschienen ist. Da hat man dann dementsprechend ein paar mehr Optionen wohl noch. Ich habe das aber noch nicht gesehen, wo man mehr auf die Bevölkerung und sonstige Dinge da wohl noch eingehen muss. Aber fangen wir doch einfach mal hiermit ganz in Ruhe an. Ich mache dann ein neues Spiel und wir schauen mal, was kommt. Ja, hier so ein Ladebildschirm. Okay. Große Kampagne. Man sieht jetzt hier schon so die, das User Interface. Jetzt kann man halt dementsprechend irgendwie gucken, was will man machen. Hier sind die Szenarien an der Seite links gelistet. Ne? Also je nachdem, worauf man Spaß hat. Wir werden gleich die Einführung da unten, das ist das vierte, uns mal genauer angucken. Das Land, das man wählt, ne? Man kann hier oben dann zum Beispiel, oder wählen möchte, kann man hier gucken. Ne? Kann man das so ein bisschen umgestalten oder man kann das auswürfeln. Ne? Dass ich sage, keine Ahnung, sieht dann halt eben irgendwie so aus. Und das Land selber könnte ich dann auch eben dementsprechend noch umändern. Ja, lassen wir das mal. Hier kann ich das dann festlegen, beziehungsweise das ist festgelegt. Dann Brasilien wäre jetzt eine Demokratie, Wirtschaft. Wie sieht das aus? Militär, nicht in einem Block, also in einem politischen Block. So, dann zeige ich mal ganz kurz, wie das hier so aussieht. So von der Grafik. Ja, da unten fährt noch so ein kleines Schiffchen. Hier, da wo mein Cursor ist. Und hier drüben, da wären wir dann schon dann in Deutschland. Was hier so eher grünlich dargestellt ist. Das hat dann hinterher mit verschiedenen Sachen zu tun. So, hier gibt es eine große Kampagne, amerikanische Eroberung. Kann man hier noch einen Börsengigant. Da steht, Brasilien hat das Potenzial, die größte Volkswirtschaft des Planeten zu werden. Nutzen sie und so weiter. Da kann man sich dann überlegen, welches Ziel möchte man dann letzten Endes irgendwo verfolgen. Ne? Oder hier, bringen sie Brasilien Glanz und Gloria. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Hier unten dann auch vorgeschlagene Länder, wieder Aufstieg der Habsburger. Dann kommt man hier halt hinter dementsprechend, dass man auch, oder wenn man das anklickt, dann kommt man eben hier hin, dass man sagt, ich kann mir eins dieser Habsburger Länder aussuchen. Muss jetzt nicht sein. Beim Hauptszenario könnte ich mir hier zum Beispiel auch Deutschland auswählen. Ne? Oder, keine Ahnung, wenn ich sage, ich stehe auf Indien, dann probiere ich es mit denen mal. Ne? Das, wie man sieht, sind es auch relativ viele Länder in der Nachbarschaft und das ist alles nicht so ganz ohne. Okay, aber gucken wir mal, dass wir mit dem Tutorial anfangen. Und los geht's. So, erfahren Sie mehr über die Spielsteuerung und grundlegende Spielregeln der Wirtschaft. Das wäre das eine. Hier Einführung in das Kriegsgeschehen oder weiterführende, dann beziehungsweise weiterführende Einführung. Also da geht es dann hinter um Rohstoff und den ganzen anderen Krams. So, aber machen wir das doch mal. Vorgeschlagene Länder, ja, da ist ein Land vorgeschlagen, das wäre Polen. Damit müssten wir dann eigentlich anfangen. So, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wie man das Tutorial noch startete. Das habe ich nämlich irgendwie so ein bisschen vergessen. Ach, da unten war es. Ich depp links, rechts. Die sieht irgendwie so aus wie Frau Merkel, ne? Kann das sein? So von hinten. Warum jetzt bei Polen? So, jetzt ist meine Schrift von dem Aufnahmeprogramm so ein bisschen da oben mit drin. Macht aber nichts, kann es trotzdem noch lesen. Erste Schritte. Willkommen zu Real Politics. In diesem Szenario lernen Sie, wie Sie die Spieloberfläche nutzen und Sie erfahren etwas über die wirtschaftlichen Aspekte des Spiels. Blättern Sie zur nächsten Seite, indem Sie auf den Pfeil unten klicken. Ja, da sieht man, hier ist noch so ein kleiner, netter, roter Pfeil für uns oder für so dumme Leute wie mich.
Dann kann ich da draufklicken und dann schauen wir mal. So, jetzt wird mir das alles so ein bisschen noch genauer auch angezeigt, immer schön mit diesem roten Pfeil. Grundlegende Informationen zu Ihrem Land sehen Sie in der Leiste am oberen Bildschirmrand. Das ist ja schon mal ganz gut. Bewegen Sie die Maus über die Symbole, um zu sehen, welche Informationen Sie repräsentieren und wie sich die Werte berechnen. Die Ziffern in den Klammern zeigen die Veränderungen, die am Monatsende stattfinden. Das Ganze ist nämlich dann also durchaus nicht hektisch. Ich kann hier oben, man sieht das irgendwo, ganz kurz, ich mache mal Pause, kann ich das jetzt hier anklicken? Pause. Geh auf Pause, nein, macht er gerade nicht. Na gut, ich zeige das jetzt mal an oder so. Hier oben zum Beispiel Aktionspunkte spiegeln die Regierungseffizienz wieder, nutzt die diplomatischen, genutzt für diplomatische Handlungen, Projekte und so weiter. Also wie so eine Art Pool, wo ich dann halt sagen kann, okay, was mache ich mit den Werten? Will ich mich jetzt mehr um den oder den Punkt kümmern? Wir können ja hier mal gucken, Punkte bestimmen den Weltranglistenplatz, ne, erforderlich, für um eine große Kampagne zu gewinnen. Hier ist das Geld, was dann so reinkommt, das sind dann immer 76, die dann dazukommen. Das hat es gerade dazugezählt, da war ein Monat rum. Und wie gesagt, das mit der Pausentaste hier oben ist eigentlich schon ganz gut, wenn man in Ruhe überlegen möchte. So, dann habe ich hier noch Bruttoinlandsprodukt, das Wachstum. Klar, Einkommen durch Steuern und so weiter, das kann man alles hinterher irgendwie so ein bisschen verändern. Und hier die natürlichen Rohstoffe, die wir im Lande haben. Also richtig viel ist das nicht. Ja. So, und hier haben wir dann die statistische Auswertung von Bild und Bildern. Ich kann ja mal draufklicken. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Moment. So, jetzt klicke ich hier mal weiter zum nächsten. Also, direkt unter der Leiste finden Sie den Informationsticker. Neuer Auftrag, Kredit aufnehmen, ne, bis zum 1. Zwei, ich weiß gar nicht, haben sie es umgedreht, zweite, erste, erste, zweite, ich weiß jetzt nicht, ob sie die amerikanische Schriftweise hatten. Finden Sie den Informationsticker, dort werden interessante Neuigkeiten und Ereignisse aus Ihrem und anderen Ländern angezeigt. Sie können Nachrichten dort entfernen, indem Sie draufklicken. So, wenn ich das nicht will, na, hier neuer Auftrag, Einführung, zack, sind die Nachrichten weg. So. So, dann jetzt hier drüben, endlich die Pausentaste, jetzt ist sie frei. Neben der oberen Leiste sehen Sie das Datum und Schaltflächen, um die Spielgeschwindigkeit zu ändern. Die Standardspielgeschwindigkeit ist normal. Na klar, Sie können das Spiel mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche auch pausieren oder schneller ablaufen lassen, wenn ich es mal wirklich eilig habe. Ja, hier ist ganz lustig, diese kleinen Flugzeuge, die da gerade hier so über die Ostsee fliegen. Ja, hier ist auch die Schaltfläche für die einfache Ansicht, für eine klare und leichter zu lesende Karte. Ich kann das ja mal machen, hier die einfache Ansicht. So, dann verschwinden nämlich diese ganzen kleinen, ja, was weiß ich, Bäumchen und Flugzeuge und alles ist dann irgendwie futsch, ist dann weggeschaltet, wenn einem das lieber ist. Ich finde es aber so eigentlich ganz nett, dass man wenigstens mal einen Acker sieht oder so, oder ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen was so durch die Gegend wuseln und Städte. So, jetzt kommen wir nach hier unten, auf die linke Seite. Die Verwaltungsoptionen für Land finden Sie im Menü an der Seite. Na, hier finden Sie detaillierte Daten zu Ihrem Land. Jetzt können wir das sehen. Ne? Polen, was haben die irgendwie, wie ist das kulturell? Na, jetzt hier, okay, zu dem Bearbeiten-Button kommen wir später. Und da kann ich mich dann halt hier so ein bisschen informieren. Wie ist das mit dem politischen System? Also wo liegen wir ungefähr? Und alle möglichen Sachen, das geht ziemlich weit nach unten. Ne? Diplomatie, Block, wir sind also in keinem militärischen Block momentan. Wie gesagt, das kann man sich hinterher mal ganz in Ruhe angucken. Ne? Bevölkerung hier zum Beispiel, Bevölkerungswachstum, ist hier irgendwie so, naja, sieht nicht wirklich toll aus. Ich denke mal, da könnte man hier unten, da sieht man schon Veränderungsfaktoren, noch so ein bisschen dran schrauben und das Volk etwas mehr gesunden lassen. Ja, was eigentlich gut ist, sind immer die Änderungsfaktoren, die Sie unten drunter schreiben. Ne? Also so zum Beispiel bei Interventionismus, dass man sagt, okay, ja, da kannst du da und da, kannst du was dran drehen oder beziehungsweise das verändert das. Und was passiert dann eigentlich, dass wir das unten drunter auflisten. So, wo sind wir denn jetzt? Also, das Menü ist in vier Untermenüs aufgeteilt. Da kann ich mich dann auch nochmal gleich hier so durchklicken. Man sieht das dann, ne? Dann gehen immer wieder so neue kleine nette Vierecke auf. Da haben wir die Innenpolitik, ne, Wirtschaft, Militär und andere Länder. Wechseln Sie zwischen den Menüs hin und her, indem Sie auf die Schaltflächen klicken. Wir können ja mal gucken bei Militär, ne, da sieht man dann schon immer so, maximale Einheitenkapazität ist momentan 21, haben wir, wenn ich das richtig sehe, und 41 könnten wir haben. Also wir können noch Leute ausheben. Muss man immer gucken, wie ist das zu machen mit der Bevölkerung, die wir haben.
Ja. Und hier unten, das ist unsere Armee momentan. Ja, haben wir so ein bisschen Infanterie, 10 Manneken, ein paar Kampfjets. Marine sind wir, naja, arg unterbesetzt oder haben wir arg wenig. Jetzt wieder. Jetzt haut er mir was dazwischen. Sammeln Sie mindestens 800 Geld. Ja gut, das ist jetzt automatisch durch das Plöppern gekommen. Ich kann jetzt mal auf Pause drücken. So, fertig. So kann ich dann dementsprechend hinterher ja, mir die drei oder vier Faktoren dann da angucken. So, schließe ich mal. Machen wir mal weiter. Sie werden feststellen, dass die Aktionspunkte, also die AP, die da oben stehen, diese 10, die wir haben, und Ranglistenpunkte für den Abschluss eines Auftrags erhalten. Also wir haben gerade 10 für diese 800, ja, Einheiten Geld bekommen. Aktionspunkte sind ein Ausdruck der Staatsmacht ihrer Nation und wird wie Geld für verschiedene Aktionen benötigt. Ihre monatlichen Aktionspunkte, ne, stehen auch wieder da unten drunter. Wir nehmen momentan eigentlich gar nichts ein. Das wird jetzt so bleiben, wenn ein Monat rum ist. So, jetzt haben wir hier Ranglistenpunkte bestimmen Ihren Ranglistenplatz. Um zu gewinnen, müssen Sie am Ende eines Szenarios den ersten Platz erreicht haben. Ihren aktuellen Rang sehen wir da. Naja, 7. Bisschen mau. Ja, was haben wir denn noch dann hier? Sonderboni. Okay, das brauchen wir nicht alles jetzt lesen. Sie haben etwas Geld zum Verprassen. Das ist immer schön. Um Ihre Einnahmen weiter zu steigern, können Sie die Steuern, wie soll es sonst anders sein, mit dem Schieberegler im Menü Wirtschaft anpassen. Können wir ja mal machen. Beachten Sie, dass hohe Steuern für mehr Unzufriedenheit sorgen und das Bruttoinlandsproduktwachstum verringern. So, mal gucken. Unser Schieberegler ist hier unten. Da haben wir den. Na, jetzt haben wir 33%. Ich glaube, das ist ein Maximum. Dann werden sie richtig knatschig. Ich kann das ja mal, wenn man das hier so sieht. Ne, da sind wir. Und das hier wäre das Maximum, wäre 83. Dann sind die aber so sauer. Das können wir erstmal vergessen. Ich lasse das da mal stehen und gehe mal einfach im Tutorial weiter. So, im nächsten Auftrag sollen Sie ein positives Bruttoinlandsproduktwachstum erreichen. Ja, wir sehen ja, glaube ich, momentan sind wir hier bei minus 0,33 oder 0,33%. Und das Projekt einfache Infrastruktur aktivieren. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ups. Positives Bruttoinlandsprodukt sorgt im Laufe der Zeit für eine reichere Gesellschaft, ist logisch, wodurch sie wiederum mehr Steuern einnehmen und so weiter und so weiter. Und alle sind glücklich und naja, ich kann halt mehr verprassen. So, Projekte sind bestimmte Gesetze, Richtlinien, Bauten oder Befehle, die ihre Regierung veranlasst. Sie können vielfältige Aspekte ihres Landes beeinflussen, zum Beispiel verbessert einfache Infrastruktur, das ist hier dieses Straßensymbol, so sieht das so aus, ne? Das Bruttoinlandsprodukt mit dem richtigen Projekt können Sie so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da Sie auch gleichzeitige Aufträge erledigen. Also es wäre immer gut, wenn das ein Auftrag ist, der dann natürlich das andere auch gleichzeitig mit erhöht. Das wäre dann eben pfiffig. So, klicken Sie auf das Symbol. Einfache Infrastruktur im Menü, Aufträge oder klicken Sie am unteren Bildschirmrand, das ist hier, ne? Man sieht hier unten wieder der orangene Pfeil bei Projekten. Finden Sie das Projekt einfache Infrastruktur in der Projektkategorie Wirtschaft und implementieren Sie es dann, indem Sie auf Aktivieren klicken. So, hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. Wir können das ja mal hier unten über Projekte letzten Endes machen. Ja. So, gehen wir mal hier hin. Das daneben wäre hier unten Aufträge und das hier ist Projekte. Dann gehen wir auf Projekte. Und jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo haben wir denn jetzt hier unser Infrastrukturgedöns? Infrastruktur hätten wir hier, ne? Einfache Infrastruktur. Das ist ja. So, da klicke ich drauf und sage dann, ne, man sagt dann mir nochmal, was passiert. Also plus 50% bei dem BIP, dann wäre ich ja schon im positiven Bereich. Und Implementierungszeit sind 14 solche Zeiteinheiten. Ich aktiviere das jetzt mal. So, okay. Das sollte jetzt eigentlich laufen. Ein freier Projektplatz ist noch da. Na, ich lasse das mal. Wir gehen mal mit dem Tutorial weiter. So. Die Projektimplementierung dauert eine gewisse Zeit über dem Benachrichtigungsbereich oder hier oben. Da kriegen wir dann hinter die das Ganze serviert, wenn es dementsprechend irgendwie fertig ist.
Jetzt könnte man das eben beschleunigen, aber das mache ich mal nicht. Lass das jetzt mal. Oder muss ich es beschleunigen sogar? Ah, die wollen, dass ich tatsächlich die 14 Einheiten laufen lasse. Na gut, komm. Machen wir das. Dank. Also, die ist fertig, die Auswirkung. Wir sehen jetzt, unser BIP oben ist auf 0,16% hochgerutscht. Damit haben wir das eigentlich dementsprechend ganz gut gelöst. Ne? So, mal gucken, wie geht es denn weiter hier. Die Wirtschaft auf Vordermann bringen. Ei, jetzt geht das los. Ne? Sorgen Sie für BIP-Wachstum, indem Sie das Projekt aktivieren. Das war ja eigentlich der Auftrag, den haben wir abgeschlossen. Hat uns auch noch 500 Gold gebracht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und müssten oben jetzt gleich eigentlich 20 Punkte bei den Aktionspunkten sein. Ne? Mal gucken. Ja, da ist es. So, Aufträge, Einführung. Schließen Sie die Einführung ab. Arbeitslosigkeit bekämpfen. Sehr gut, bedenken Sie, dass viele Projekte monatliche Kosten in Form von, ja klar, Geld und Aktionspunkten verursachen. Das muss man später im Auge behalten, also wie viel man dann tatsächlich dazu bekommt und wie viel man ausgibt. So. So, werfen wir jetzt einen Blick auf die Arbeitslosigkeit im Land. Natürlich ist das gar nicht gut bestellt. Was sonst? Die Arbeitslosenquote Ihres Landes finden Sie im Menü Wirtschaft. Also hier drin. Ne? Die Quote ist schon hoch, steigt aber noch weiter, weil sie ein positives Wachstum hat. Sie können die Arbeitslosigkeit verringern, indem Sie für eben BIP-Wachstum sorgen oder hilfreiche Projekte implementieren. So, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich bei Projekten gucken? Mal sehen, was wollen Sie denn von mir? Implementieren Sie das Projekt Bürokratie, das Sie im Wirtschaftsmenü entweder da finden, um den Auftrag abzuschließen. Mal kurz gucken. So, wo haben wir das denn? Arbeitslosigkeit. Was ist das hier? Das dauernde Weiterklicken macht mich ganz verrückt. Um Projekte einfacher zu finden, können Sie den Effektefilter unten links im Fenster Projekte nutzen. Na, okay. Wählen Sie in der Liste Arbeitslosigkeit aus, nun sehen Sie nur noch Projekte, die sich auf das Wachstum der Arbeitslosigkeit auswirken. Das können wir ja auch mal machen. So, mal hier das. Dann haben Sie dahin gemacht. Verfügbar. Wir gehen mal hier unten drüber. Jetzt müsste hier Arbeitslosigkeit stehen. Das sind Arbeitsgesetze, Bürokratie im Moment. Hier war, da war es. Arbeitslosigkeit, da haben wir es. Hier, zack. Jetzt habe ich hier die Bürokratie und jetzt bekomme ich hier eben diese ganze Sache aufgelistet, die sich darauf beziehen würde. Ne? Ja. Hier ganz oben habe ich Bürokratie dann bei Arbeitslosigkeit, wenn man das wieder anklickt, wie vorhin auch. Ne, hier steht ja schon, was es kostet. Jetzt sieht man so langsam oder so, da kommen auch diese Aktionspunkte mit rein und das Geld. Unterhalt heißt dann halt hinter eben, das kostet mich weiterhin, wenn ich das aufrechterhalten möchte. Ich aktiviere das mal und Implementierungszeit sind wieder 14. Und schließe ich das hier unten und das eine Projekt reicht. So, jetzt lässt er mich wieder nicht weiter, bis das Projekt implementiert ist. Arbeitslosigkeit bekämpfen, das habe ich jetzt also geschafft. Bekommen wir dann eine kleine Belohnung. So, schließen Sie die Einführung ab. Juhu. Okay, ausgezeichnet. Für den Moment sollte Ihr Land in einer stabilen wirtschaftlichen Lage sein. Denken Sie daran, dass Sie aufgenommene Kredite zurückzahlen müssen. Ja, so logisch, ne? Sollte man ja eigentlich immer machen. Ich weiß nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Dabei zu holen Schulden, sonst der Staatsbankrott droht. In dem Fall werden Ihr Bruttoinlandsprodukt klar und der Ranglistenpunktwert dauerhaft verringert. Zahlen Sie an den Spiel, was? Jetzt kann ich es wieder nicht lesen, weil meine Buchstaben drüber sind. Zahlen Sie den am Spielanfang aufgenommenen Kredit zurück, indem Sie im Menü Wirtschaft auf Schulden zurückzahlen klicken. Bewegen Sie den Schieberegler dann zum Maximum und bestätigen Sie. So, jetzt müsste ich hier sagen, zurückzahlen. Sage, ich will alles zurückzahlen. Die 1000, die habe ich ja inzwischen. Und damit wäre ich schuldenfrei. Zack.
kümmern wir uns jetzt etwas um die Diplomatie. In Real Politics unterhält ihr Land ständige Beziehungen zu anderen Ländern auf der Welt. Beziehungen liegen zwischen 0, das ist der schlechteste Wert, 100 der beste. Ihre aktuellsten Beziehungen sehen Sie, wenn Sie die Kartenansicht Beziehungen aktivieren. So. Schlüsselbeziehungen werden Ihnen auch in der Hauptstadtregion eines anderen Landes angezeigt. Das gucken wir doch mal ganz kurz. Hauptstadtregion wäre eigentlich hier, denke ich, bei Litauen. So, ja, um das dann gleich irgendwie abzuschließen, weil ich jetzt gleich mal eine Pause machen muss. Hier unten habe ich dann die Beziehungskarte, die kann ich anstellen. Das ist hier unten rechts immer. Gibt es politische Karte, Geländekarte und was weiß ich, was man alles einstellen kann. Und bei der Beziehungskarte, da kann man dann hinter dementsprechend erkennen, wie die Beziehung zu den anderen Ländern ist. Ja, dann muss man daran auch so ein bisschen rumbasteln und bauen. Ja, die gibt es hier unten dann halt eben links. So, jetzt würde ich an der Stelle ganz kurz das erstmal beenden und mache eine kleine Pause, bevor es dann bevor es dann da weitergeht. Also, dann bis gleich. Ja, ich habe aus diplomatischem Spaß jetzt mal Italien angeklickt, man sieht das ja, dass ich das ausgewählt habe. Oh, hier unten sehe ich dann jetzt die diplomatischen Beziehungen mit 58. Grundlegend haben wir 50 und irgendwie ist hier angegeben gleiche Zivilisation plus 8, was ich nicht verstehe. Polen und Italien gleiche Zivilisation, okay. Bisschen eigenartig. Hier vorne, dieses kleine Zipfelchen zum Beispiel, das gehört irgendwie noch zu Russland. Warum auch immer. Wird mir hier angezeigt, hier links. Und dieses Estland, Lettland, Litauen ist ein Mittelding. Also er scheint so ein bisschen irgendwie noch an Russland doch dran zu hängen. Klar, so bevölkerungstechnisch. Und dann kann man sich hier auch anzeigen lassen, da sind es 45, da 50. Bei den meisten voreingestellt ist 50. Oder zum Beispiel die Ukraine. Da scheint das hier in diesen russischen Gebieten dass da auch irgendwie eine andere Form von Freundschaft vielleicht besteht. Wenn ich hier sage 35, Russland, man sieht, die mögen mich nicht so sehr. Und hier noch weiter nach hinten gehend, dann Kasachstan. Das sieht dann schon wieder sieht dann noch etwas freundlicher aus mit 47. So, jetzt machen wir mal weiter. Ihr nächster Auftrag lautet, Ihre Beziehung zu Tschechien. Wo sind die denn da? 50 haben wir hier unten, sehen wir. Ja, grundlegend gleiche Zivilisation, politisches System, minus 5 und Atombombentheorie, minus 3 Polen. Wahrscheinlich habe ich irgendwie eine Art Atombombentheorie. Und das mögen die nicht als Nachbarn. Also auf 65 sollen wir das steigern. Und also schließen Sie das Fenster Aufträge. Habe ich doch gar nicht irgendwie auf. Und klicken Sie mit rechts auf Tschechien. Guck mal, ich habe das so gar nicht auf. Okay, na gut. Und dann klicke ich dann mal mit rechts auf Tschechien. Klicken Sie auf das Symbol Diplomatie, um Diplomatieaktionen anzeigen zu lassen. Um die Beziehung auf 65 zu verbessern, müssen Sie zwei Programme veranlassen. Beziehungen verbessern und dem Land helfen, dann mögen die mich. Also hier haben wir Spionageoperation, glaube ich, ist nicht so lustig. Also dann hier Diplomatie. Und jetzt müsste ich ja machen, dem Land helfen. Das wäre das eine. Und Beziehung verbessern ist das da, ne? So. Das muss ich implementieren. Und das andere wäre dann unter Diplomatie, dem Land zu helfen. Das muss ich dann auch machen. Hier oben oder so sieht man, was mich das kostet. Ja, 210 Gold, 76 Arbeitspunkte oder Aktionspunkte und 14 solche Zeiteinheiten. So, was dann hinter, oder welche Auswirkungen das hat, das sieht man hier. Ja, unten drunter nochmal aufgelistet. Ja, 500 Tage haben wir gute Beziehungen, plus 12. Naja, aber das ist vielleicht nicht so schön, dass das alles so limitiert ist, aber man muss die politischen Beziehungen halt pflegen und dann eben auch erneuern, unter Umständen. So, jetzt müsste ich das, denke ich mal, gleich wieder von Pause, müsste ich auch wieder weg und das dann mal wieder zum Laufen bringen. Aber erstmal noch hier oben. Diplomatische Programme sind so ähnlich wie Einmalprojekte. Sie benötigen Geld und Aktionspunkte. Um mit ihrer Implementierung zu beginnen, haben sie aber keine monatlichen Kosten zur Aufrechterhaltung, sondern das sind einmal Fixkosten. Und nach der Veranlassung beider Programme sollten sich ihre Beziehungen zu Tschechien auf die benötigten 65 verbessern. Denken Sie daran, dass Sie den Programmfortschritt im Benachrichtigungsbereich, also wieder hier oben drunter, dann sehen können. Jetzt kann ich nicht weiterklicken. Jetzt muss ich die Pause mal wieder wegmachen und das Ding laufen lassen.
So, jetzt ist durch. Man hat auch die zwei grünen Fortschrittsbalken über Tschechien gesehen. Das haben wir geschafft. Ja, jetzt, wenn das Land jetzt weit weg wäre und ich würde irgendwo anderweitig auf der Erde unterwegs sein, könnte ich jetzt hier auf Fokussieren klicken. Dann springe ich so einmal um den Globus dahin, wo das gerade dann als Nachricht mehr oder weniger eine Bedeutung hat. So, jetzt hier Freunde finden. Haben wir geschafft. Bei 65 müssten wir jetzt stehen. Können wir gleich mal überprüfen. So, jetzt weg. Okay, also hier unten sehen wir jetzt Tschechien. 74 ist angegeben, rechts unten. Ja, weil wir hier den dementsprechend geholfen haben und jetzt laufen die Tage runter, die noch verbleiben, bis unsere, ja, bis diese Option dann halt wieder null und nichtig ist. Ausgezeichnet. So, jetzt ist es an der Zeit, jetzt mache ich mal wieder auf Pause ganz kurz, jetzt ist es an der Zeit, ihren eigenen Machtblock zu formen. Ja, ist klar. Blöcke sind Allianzen zwischen Nationen. Ein Land kann nur ein oder kann nur Teil eines einzigen Blocks sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, super, ich habe irgendwie 5 Freunde und eigentlich kloppen die sich, aber ich sage so, na, ich bin ja bei euch allen und ich habe damit nichts zu tun. Das funktioniert eben nicht. Rechts klicken Sie auf Tschechien, um es in Ihren Block einzuladen. So, dann müssen wir wieder hier drauf, auf Diplomatie. Und dann gibt es hier dieses Ding Blockoperation zum Block hinzufügen. Jetzt steht hier, Sie benötigen genügend hohe Beziehungen und genügend Einheiten, also militärische Einheiten hier, um Länder einzuladen. Können wir mal machen. Kosten Geld und Aktionspunkte, was sonst? So, jetzt haben wir hier Kosten, Anforderungen, Unterhalt dann auch, wird dann nochmal angezeigt. Wie viel ist das? Da muss man natürlich immer darauf achten oder so, dass man irgendwann nicht weit unter Null ist bei diesen Zahlen, die hinter den Klammern stehen oben. Sonst mache ich mehr, als ich eigentlich tun sollte. Jetzt können wir die einladen. Ein bisschen geklatscht wird im Hintergrund. Juhu. Und dann schauen wir mal, was die Tschechien trat im Block von Polen bei. Da oben ist die Nachricht schon. Ne, 13.05.2025. Das hier können wir mal El Salvador, Haiti, Kosovo, Nordkorea. Ja, je nachdem, wo man da sich befindet, sind die Nachrichten mehr oder minder interessant. Und lassen wir mal laufen. So, großartig. Solange andere Länder in ihrem Block sind, ich mache mal eine Pause wieder, haben sie in jedem Konflikt vollen Zugriff auf deren Militär. Ja, denken sie daran, dass der Unterhalt des Blocks abhängig von der Mitgliederzahl monatlich so und so viel Geld kostet und natürlich auch Arbeitspunkte. Das heißt, wenn ich einen Block zu groß mache, dann kann ich den Quatsch nicht mehr bezahlen. Dann geht es mir danach richtig, ja, an den Kragen. Geht es mir richtig blöd. Sie können bestimmte Integratoren veranlassen, um zusätzliche Vorteile aus Ihrem Block zu gewinnen. Integratoren ähneln Projekten, aber sie zwingen Sie dazu, immer höhere Beziehungen zu diesen anderen Ländern dann oder zu den Blockmitgliedern aufrechtzuerhalten. Und da haben wir gesehen, auch diese Beziehung, also oder diese Erhöhung, die ist teilweise zeitlich begrenzt. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich da nicht irgendwo das mal vergesse. Also wenn ich jetzt hier unten sehe, 468 Tage sind verbleibend und 500 Tage waren es, also die rattern da ganz schön schnell runter, dann darf ich nicht vergessen, hinter zu sagen, ich möchte das gern doch nochmal machen, sonst ist die Beziehung hinter so blöde, dass sie nicht in dem Block bleiben wollen. Beziehungsweise die wollen dann hinter so einige Dinge da nicht mehr mitmachen. Öffnen Sie das Fenster Block Integratoren und suchen Sie den Integrator Freizügigkeitsprinzip. So, jetzt können wir mal gucken. Wo habe ich das denn jetzt gerade? Damit verbessern Sie das monatliche Bevölkerungswachstum Ihres Landes. Okay, Moment. Entschuldigung, ich habe nebenbei von dem Eis abgebissen. So, jetzt habe ich hier das Freizügigkeitsprinzip. Das war hier unten links, das mit den Blockintegratoren. Ich bin da gerade nur durcheinander gekommen mit dem anderen Zeichen, das so ähnlich war. Und hier ist dieses Freizügigkeitsprinzip, dass man dann, ja, hier Bevölkerungswachstum 0,23 wird angezeigt. Da kann ich dann natürlich so ein bisschen gucken, dass ich mehr Leute kriege. Mehr Leute heißt mehr Armeen später auch zum Ausheben und ja, dementsprechend vielleicht bei einem gewissen Wirtschaftswachstum brauche ich eben auch mehr Leute, die arbeiten. So.
Soll ich warten, bis er aktiv ist, dann lasse ich das wieder laufen. Da ist er. Ist eigentlich ganz lustig, Freizügigkeitsprinzip. Und dann mehr Kinder, also spaßiges Wort, was die so manchmal da, oder Begriffe, die die eingesetzt haben. Blockintegrator implementiert, Freizügigkeitsprinzip. So, haben wir das auch gemacht. Ja, Innenpolitik, da finden Sie wichtige, hier außen, gehe ich mal drauf, klack. Wichtige politische Informationen zum Land, ne? Ja, also die verschiedenen Sachen, die man dann da findet unter Innenpolitik. Ja, also wie es um das Land bestellt ist, also hier mit Interventionismus und so oder Militarismus. Jetzt sagen die, na gut, nimm dir so ein bisschen Zeit, dir das anzugucken. Das gehe ich jetzt nicht alles irgendwie so komplett durch. Man kann sich hier wieder die einzelnen Schildchen ansehen, um mal so ein bisschen zu gucken, was habe ich eigentlich, was kann das verändern und wie wir das schon kennen von den anderen, naja, hier Reitern oder einzelnen Bereichen auch. Das ist also eigentlich alles recht ähnlich. Man hat eigentlich immer nur von der Menüführung hier mehr oder weniger unten was zu tun oder hier an der Seite. So, jetzt wird noch ein bisschen erklärt, worauf die sich hier oder was die letzten Endes verändern. Das werde ich jetzt mal nicht alles so vorlesen. Also nur aktuell sind wir hier ein autoritäres Land, aber mit genügend Veränderungen an diesen Werten, da kann man dann in ein ganzes politisches System mehr oder weniger auch umkrempeln und sagen, ich gehe in eine ganz andere Richtung. So, klicken Sie auf Tschechien. Machen wir mal. Damit zeigen Sie im Menü, also hier mit dem Fähnchen, andere Länder an, wie Sie erkennen. Moment, ist das Land eine Demokratie? Moment. Jetzt kurz gucken. Hier unten haben wir da politisches System, das ist eine Demokratie, deshalb diese Freiheitsstatue. Wegen dieser Unterschiede der beiden politischen Systeme wäre es normalerweise sehr schwer, das Land in Ihrem Block einzuladen. Diese Beschränkungen wurden jetzt hier in der Einführung aufgehoben. Sie können jedoch versuchen, Ihr politisches System mit Spionage zu beeinflussen. Also wir sind eben keine Demokratie. Ja, und dementsprechend hier Spionage, den Button, den haben wir vorhin ja schon gesehen. Also, jetzt muss ich das hier ändern, gehe also wieder Rechtsklick hier drauf, gehe auf diesmal auf Spionage und sage politisches System beeinflussen, versuche das eben in meine Richtung zu ziehen, womit ich dann später ein Blockangebot machen könnte, was so eigentlich vorhin nicht gegangen wäre. Ja, so, das machen wir mal, wir implementieren das. Jetzt muss ich wieder, achso, es läuft oben, um zu gucken, wann ist das eingerichtet? So, jetzt sehen wir hier den grünen Balken über Tschechien oder gelb, gelber Streifen, gelber Balken, keine Ahnung. Gleich ist es vorbei, beziehungsweise erledigt. So, unsere Agenten berichten, dass die Operation politisches System beeinflussen ein voller Erfolg, weil Tschechien hat keinen Schimmer, was da gerade passiert. Das ist super, ne? Also, jetzt gucken wir uns das an. Jetzt ist das hier unten bei Tschechien verschwunden, wie ihr seht. In der rechten Seite, jetzt haben wir auch einen viel besseren Wert, jetzt 99% finden wir uns toll oder 99 Punkte. Und ja, so mit Spionage können Sie in anderen Ländern schmutzige Aktionen durchführen, bedenken Sie aber, dass Ihr Ruf stark leidet, sollten die Spione gefasst werden. Das ist logisch, ja, das ist eigentlich ganz nett gemacht. In Ihrem nächsten Auftrag sollen Sie Ruf beschädigen in der Ukraine. Also denn, hier vorne, da ist die Ukraine. Dadurch verschlechtern sich die Beziehungen der Ukraine zu allen anderen Ländern der Welt. Veranlassen Sie es genauso wie vorhin die Aktion. Ja, wo ist der Vorteil? Wenn die anderen die nicht so toll finden, finden die mich vielleicht hinterher als Partner viel attraktiver. Was ja irgendwie logisch ist. Ja? Also hier, Ruf beschädigen, das machen wir. Implementieren wir. Jetzt warten wir wieder auf den Balken, es läuft. Dann können wir eigentlich weiter gucken. Ja, das Spiel selber bietet, man sieht schon, irrsinnig viele oder eigentlich genug Optionen, um rumzubasteln, rumzuprobieren und irgendwie zu gucken, was kann ich politisch hier irgendwie für Unfug treiben. Und ist aber meiner Meinung nach noch einfach genug gehalten, dass es nicht irgendwie zu kompliziert wird. Und wenn man da so ein bisschen einmal drin ist und man sagt, okay, ich spiele das nicht irgendwie alle 5 Wochen, weil dann habe ich es vergessen, sondern man sagt, es ist so ein Spiel für die nächsten 3 Wochen und dann mache ich das jeden Tag immer so ein bisschen, dann steckt man eigentlich drin und sagt, ja, ist eigentlich kein Problem mehr, so im Grunde genommen das Ganze so
ja, zu steuern. Von daher finde ich, ist das so eine gute Mischung aus einem gewissen Tiefgang und aber naja, eben nicht zu kompliziert sein. In Ihrem nächsten Auftrag sollen Sie Ihre eigene Börse eröffnen. Eine Börse generiert abhängig von folgenden Werten stetige Einnahmen: Bruttoinlandsprodukt, Interventionismus und so weiter. Tja, da würde ich sagen, dann werden wir das doch gleich mal irgendwie machen. Ne? Tun wir doch. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch so dann mal ein, zwei Sachen zu sprechen kommen, die mir nicht so ganz klar waren. Also wenn wir jetzt irgendwo bei der Börse sind und da oben steht hier, die generiert abhängig von folgenden Werten und so weiter, irgendwie so stetige Einnahmen beim Bruttoinlandsprodukt, das kann ich ja verstehen. Aber Interventionismus, scheiß Wort, Entschuldigung. Ich habe das hier jetzt mal so ein bisschen runtergescrollt und dann auch mal, will das mal zeigen. Also das steht hier, die Regierung kontrolliert die Wirtschaft. Das kann ich verstehen. Das ist okay, passt für mich dazu. Wenn dann allerdings hier oben auch, wie man so sieht, in dem braunen Kästchen steht persönliche Kontrolle und man guckt sich mal an, was das ist, so kontrolliert den Alltag der Bevölkerung. Und das durch den Bau der Börse. Also diese Kontrolle wird durch Überwachung oder Kriminalisierung politischer Gegner erreicht. Freiheit verringert Unzufriedenheit. Also ich weiß nicht, bei der Börse meinen die damit vielleicht Freiheit, mit irgendwas handeln zu können oder so, ich weiß es nicht. Ist aber gefährlich, da Gesetze nur begrenzt wirken. Mehr Kontrolle erhöht Unzufriedenheit, bringt aber mehr politische Stabilität. Kriege ich nicht so ganz mit dem Bau einer Börse irgendwie so in Einklang. Ja. Ja gut, wollte ich nur mal anmerken, also dass man auch über sowas vielleicht irgendwie mal ein Wort verliert und sagt so, naja, die haben sich eine Menge Mühe gegeben, aber so das eine oder andere wirkt dann so von den Zusammenhängen, puh, ja, fast nicht weit hergeholt oder irgendwie auch mal so, wie ich es dann vielleicht an der Stelle nicht sehen würde. Gucken wir mal. So, also zuerst müssen Sie das Projekt Nationales Finanzzentrum implementieren. Das wäre ja, glaube ich, hier unten. Jetzt muss ich mal gucken. Börse, wahrscheinlich über Projekte muss ich das machen. Ne, so war das ja. Hier wäre dann Börse, Nationales Finanzzentrum. Ne, muss ich erst Börse und dann das aktiviere ich. Was stand da jetzt gerade? War irgendwie. Und dann nationale Märkte. Okay, Moment. So, habe ich doch bekommen. Irgendwie Projekt implementiert, war also nicht verkehrt. Nur eine Frage der Wartezeit. Jetzt sage ich, jetzt steht hier fehlende Projekte. Nationales Finanzzentrum. Da muss ich wieder auf Projekte gehen. Und jetzt kann ich das aktivieren und dann geht das. So, ich mache ganz kurz. Schließen. Müsste wieder kurz irgendwie warten, bis es abläuft und dann soll in der Mongolei erhält. Was? Staatsbankrott und so weiter. Ist für uns aber uninteressant. Jetzt müsste das ja eigentlich weitergehen. Also das haben wir jetzt auch. So, Nationales Finanzzentrum. So, jetzt habe ich hier noch ganz kurz oben den Hinweis. Nach deren Implementierung können Sie Ihre eigene Börse öffnen, indem Sie im Menü Börse eröffnen klicken. Das wäre ja hier. Börse eröffnen kann ich jetzt. Eigene Börse öffnen mache ich. So, haben wir dann. Und dann geht der ganze Handelsspaß los. So, die Marktmacht Ihrer Börse hängt stark von den Teilnehmern ab, die Sie einladen. Standardmäßig können Sie bis zu drei Teilnehmer einladen. Da würde ich wahrscheinlich natürlich oder das Land erstmal aus meinem militärischen Bündnis einladen, denke ich mal. Die Anzahl mit Projekten aber erhöhen. Steht hier, können Sie einladen, die Anzahl. Na, okay. Schön, schön. So, jetzt hat es wieder irgendwo geklickert. Sie können auch die Bewertung, ich sollte mal vielleicht wieder auf Pause drücken. Sie können auch die Bewertung von eingeladenen Ländern verbessern und so das von Ihnen generierte Einkommen steigern. Für jedes Mitglied gibt es drei Bewertungsstufen. Werfen Sie regelmäßig einen Blick auf die Börse, da die Bewertungen im Laufe der Zeit sinken. Sie müssen die Bewertung immer wieder erhöhen, um die maximal möglichen Einnahmen zu erhalten. Also da
glaube ich, ist ja grundsätzlich die Pausentaste angebracht. Einfach wenn ich sage, ich muss immer wieder auf das achten und immer wieder irgendwie darauf gucken, dass meine Verträge nicht auslaufen oder meine Unterstützung der Länder, also hier so mit Tschechien und so weiter, dann ohne Pause geht das ja nicht. Ja, ist klar. Ein abschließender Hinweis zur Börse: Sie können auch von anderen Ländern eingeladen werden, an deren Börse zu handeln. Wenn das passiert, haben Sie die Möglichkeit, im Abschnitt weltweite Börsen, den hatten wir unten auch, aber Moment, ich muss mal draufklicken. Wo ist er denn geblieben? Weltweite Börsen. Da unten sind sie. Hier. Im Menü, achso, hier, Börse, okay, das Land mit einem Embargo zu belegen. Wenn Sie das tun, stoppen Sie sämtliche Einnahmen, die das Land von Ihnen erhält. Beachten Sie aber, dass das als feindselige Aktion aufgefasst werden wird. Schade, könnte, wäre jetzt schöner gewesen, aber wird. Okay. So, laden Sie für den nächsten Auftrag einige reiche Nationen in Ihre Börse ein. Öffnen Sie das Fenster Börse wieder und klicken Sie auf den Markt hinzufügen. Wen wollen wir denn mal einladen? Ups, jetzt muss ich nach oben. Verkehrte Richtung. So, da haben wir Börsenmitglieder, Markt hinzufügen. Tja, wen nehme ich denn? Achten Sie darauf, dass es eine grüne Farbe, höhere Einnahmen von dem Land bedeutet mit der Kartenansicht. Handel, können Sie den Reichtum einzelner Provinzen einsehen? Wollen wir mal draufklicken? Wen nehmen wir denn? Sieht alles nicht so grün aus, ne? Aber Frankreich sieht doch grün aus. Wollen wir die denn nehmen? Lass ausprobieren. Können wir mal einladen. Dann können wir unsere Tschechen einladen. Okay, und die Ukraine mag uns doch bestimmt auch. Oder? Oder habe ich jetzt alle eingeladen? Lass uns kurz gucken. Ne, haben wir auch noch. Und dann... Okay. Das haben wir dann. Lass ich mal wieder laufen, sonst geht das Tutorial wahrscheinlich nicht weiter. Schließen Sie die Einführung ab. Juhu. Das haben wir also erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Also die normalen Sachen ohne Militär. Nun ja. Muss ich das wahrscheinlich auch noch dranhängen, nehme ich an, oder? Ich könnte ja mal so ein bisschen gucken. Wenn es bisher nicht zu langweilig war, dann würde ich das noch dranhängen oder mal so ein bisschen mit anfangen. Ich schaue jetzt erstmal, wie viel gesamte Zeit ich überhaupt schon irgendwie hier zusammen geschnibbelt habe. Also, kleine Pause. Ich habe also gerade gesehen, dass ungefähr so knapp über 40 Minuten da irgendwie zusammen sind, dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier das zweite. Einführung ins Kriegsgeschehen ist ja sicherlich bei dem Spiel durchaus interessant, dass man sagt, wie kann ich natürlich, nachdem ich mir die Mühe gemacht habe, mein Land irgendwie so in Bündnisse zu packen oder auch mit anderen Ländern kooperieren zu lassen, indem ich es irgendwie aufbaue bei allen möglichen Sachen, wie kann ich mich unter Umständen schützen bei einer kriegerischen Auseinandersetzung, aber wie kann ich eben auch angreifen, weil man muss das ja nicht zwangsläufig irgendwie passiv spielen. So, ab in den Start. Und dann gucken wir mal. So, also in diesem Teil der Einführung schauen wir uns die Armeeverwaltung und Kriege an, bevor sie einen Konflikt vom Zaun brechen, also schöne Formulierung, ist ja mehr so dieses übereilte Beginnen. Dann sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Armee stark genug und die Wirtschaft stabil genug ist, um einen Krieg durchzustehen. Werfen Sie einen Blick in das Menü Militär. So, klicken wir oben gleich mal direkt drauf. Hier sage ich jetzt mal schließen. Also, weiter geht's. In Real Politics, ich habe mich auch ehrlich gesagt an der Stelle, beziehungsweise die ganze Zeit immer gefragt, warum schreibt man Real Politics irgendwie so auf Englisch? Naja, irgendwie bezogen vielleicht von der Schreibweise dahinter mit dem K. Habe ich nie verstanden. Egal, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das auch nur ein Schreibfehler. Haben Sie 5 unterschiedliche, also Einheitentypen, Infanterie, Panzer, Kampfjets, Marine, Transporter. Das hatten wir schon ganz am Anfang irgendwie, glaube ich,
beim ersten Teil dieses Videos gesehen, so den ersten 20 Minuten, welches da gibt und Transporter. Die ersten drei sind grundlegende Einheiten, ist klar, sind irgendwie so die Angriffseinheiten, die man mehr oder weniger so auf dem Lande verwenden kann, die in jedem Konflikt benötigt werden. Die Marine wird nur eingesetzt, wenn beide Staaten Zugang zum Meer haben. Viel Spaß, die Schweiz mit einem Kreuzer anzugreifen oder mit einer, was weiß ich, ja, was auch immer. Ich stelle mir das gerade vor, da muss ich dann doch ziemlich lachen. Um Länder anzugreifen, die nicht direkt am, achso, Transporteinheiten werden benötigt, um Länder anzugreifen, die nicht direkt an ihr Land angrenzen. Naja, klar, unsere Truppen müssen irgendwie hinkommen. In ihrem nächsten Auftrag sollen sie 4 Einheiten Infanterie, 3 Panzer und 3 Kampfjets bauen. Ne? Man muss die ja irgendwie generieren. Klicken sie auf das jeweilige Einheitensymbol und dann sich im öffnenden Fenster auf Kaufen. Tja. Also hier unten, ja, jetzt gehe ich mal hier so auf der linken Seite so ein bisschen runter. Da sehen wir das dann schon. Hier unten, wo ich da so rumfuddel mit meiner Maus. Ja, müsste ich dann auf Kaufen gehen. Ne? Das muss ich mal ganz kurz sehen. Mit Schieberegler ging das wieder. Bewegen Sie jetzt den Schieberegler, bis die erforderliche Einheitenzahl erreicht ist und beginnen Sie den Bau. Mal ganz kurz gucken, wie viel waren das noch? 4, 3, 3. Gucken wir ganz kurz. Wahrscheinlich, ich kann das glaube ich auch hier machen, über dieses Plus, Minus. So war das doch. Ich schließe das mal ganz kurz so. Hey, hier ist nicht noch anders. Kaufen Schieberegler 4. 4. Von denen hatten wir. Nee, Moment. Ich dussel wieder. 4, 3, 3. Okay. Kaufen, das waren 3. Und von den Jets auch nochmal 3, ne? Okay, haben wir ja gemacht. So. Jetzt muss ich das wieder laufen lassen, bis im Grunde genommen die Einheiten eigentlich da sind. Die müssen erst produziert werden. Neue Einheit Infanterie hier oben sehen wir. Da sind 14, da sind die dann dementsprechend zusammen. Zack, haben wir geschafft. So, die maximale Armeegröße wird durch den Wert maximale Einheitenkapazität. Hier oben sehen wir haben 31, wo ich gerade hier wieder so bin, unter dem roten langen Pfeil. Wir haben 31 von 41 von der maximalen Kapazität, also 10 könnten wir noch irgendwie bauen. Und er verändert sich je nach der Bevölkerung. Und das war ja das, was ich am Anfang mal sagte oder so, je mehr Bevölkerungswachstum, umso mehr Spaß. Das hatten wir ja, glaube ich, ich will es jetzt nicht freie Liebe nennen, aber irgendwie so, irgendwas mit Freiheit war das da, was wir vorhin freigeschaltet hatten. Oder ins Leben gerufen hatten. Damit wurden mehr Kinder produziert und dann dementsprechend mehr Bevölkerung, mehr Armee. Das ist, hatte ich ja schon mal erwähnt. So, dann noch die allgemeine Wehrpflicht. Klar, das kennen wir noch irgendwie aus alten Tagen der Bundesrepublik oder meinetwegen, ja, weiß ich gar nicht, wurde hinterher ja auch noch aufrechterhalten, nachdem beide deutschen Länder da vereinigt wurden. Ja, gab es dann ja auch noch die allgemeine Wehrpflicht und eben von aktiven Projekten wird das beeinflusst. Ihr nächster Auftrag lautet jetzt, den Wert auf 5 zu steigern. Um das zu erreichen, müssen Sie das Projekt allgemeine Wehrpflicht in der Kategorie Militär im Fenster Projekte aktivieren. So, jetzt sind wir hier unten, Projekte. Dann müssen wir jetzt Militär, Moment, jetzt ob ich das moderne, Militär. Bin ich denn, ach hier oben, Moment, Militär, allgemeine Wehrpflicht, da oben, da habe ich es. Da ist es, hier. Und dann, achso, das kann ich verschieben, ich kann nur den Hintergrund verschieben immer. Aktiviere ich jetzt mal und dann führen wir das ein. So, schließen das hier, bis das wieder durch ist. Und dann haben wir halt hinterher eben ein paar mehr Leute,
die man so gesehen irgendwo zur Verfügung hat für militärische Zwecke. Ja, macht ja auch Sinn. Ob die dann wirklich gut sind, ist was anderes. Wie man das bei so einer allgemeinen Wehrpflicht halt kennt. So. Wieder mal schließen. Machen wir Pause, dann kann ich das in Ruhe vorlesen. Nun wollen wir die neu gebauten Einheiten natürlich oder gleich mal für Ruhm und Ehre des Vaterlandes an der Front verheizen. Nett formuliert. In einem Moment jedenfalls. Okay, zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen Grund zur Intervention haben. Ja, zum Beispiel Gebietsansprüche. Oder ich will deine Ölquelle. Oder du bist doof und ich mag dich nicht. Oder ja, du hast meine Cousine beleidigt. Oder irgendwie sowas. Wenn Sie jemanden angreifen, werden Sie mit Kriegstreiberpunkten bestraft. Ein hoher Kriegstreiberwert sorgt dafür, dass andere Nationen sie als Gefahr ansehen und Aktionen gegen sie einleiten. Also damit sollte man sehr vorsichtig sein, sonst sagen die alle, puh, das ist immer ein böser Kerl und dann hauen wir mal alle auf dem rum. Haben sie aber einen Gebietsanspruch, dann fällt der Kriegstreiberwert natürlich irgendwo nicht ganz so hoch aus. Ja, weiß ich nicht, kennen wir aus der Geschichte so nach dem Motto, da habe ich einen ganz guten Grund einzumarschieren, so wie die USA im ersten Irakkrieg Anfang der 90er und sagte so, oh, wir haben total guten Grund und dann hat das denen natürlich keiner übel genommen, weil die Presse das auch dementsprechend unterstützt hat. So, jetzt lasse ich das an der Stelle, sonst werde ich zu politisch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Ich klicke mal weiter. Also, ihr nächster Auftrag lautet die Slowakei, die armen bösen Jungs unter mir da so, als Kernprovinz zu erlangen. Kernprovinzen sind integraler Bestandteil des Landes, mit anderen Worten, ich schlucke die. Die sind nicht irgendwie, keine Ahnung, kein Protektorat oder sonst was, sondern die gehören danach zu mir. Befinden sie sich nicht unter ihrer Herrschaft, können sie einen Krieg gegen das sie kontrollierende Land starten. So, ihre Startprovinzen, na, das sind diese hier, 1, 2, 3, 4, 5 da um Polen rum, werden immer als Kernprovinzen gewertet. Sie können durch Spionage neue hinzugewinnen. Rechts klicken Sie auf die Slowakei, wieder hier dann, ja, Spionage wählen und dann eben zur Kernprovinz erklären. Wo haben wir das denn hier an dem Moment? Da war es hier. Benachbarte Provinz zum Kernland erklären. Das machen wir jetzt mal. Wir sind nämlich ganz doof und ganz gemein. Und dann lasse ich hier oben den ganzen Spaß wieder laufen auf normal. Und gehe von der Pause weg. Jetzt müsste es gleich kommen. Ist da irgendwas schief gegangen? Benachbarte Provinz. Ah, nicht abbrechen. So, Provinzen auswählen. Entschuldigung. Habe ich vorhin den Fehler gemacht, implementieren. So. Das machen wir jetzt einfach mal. Ha. Jetzt sieht man hier wieder den Balken, den netten. Wie gesagt, grün, gelb, rot ist er nicht. Bin mir da bei der Farbe ja immer noch nicht so ganz sicher. Vielleicht auch ein nettes Gelb-Grün. Unsere Agenten berichten, dass die Operation benachbarte Provinz zu Kernland erklären voller Erfolg war. Die Slowakei hat natürlich, wie vorher, die Tschechei, ne? Oder Tschechien, auch kein Schimmer, was gerade passiert. Ja, erringen Sie eine neue Kernprovinz in der Slowakei. Passt, haben wir gemacht. Nun ist es Zeit, in den Krieg zu ziehen. Ja, wir wollen ja unsere Truppen auch, wie hat uns der Text vorhin gesagt, so schön verheizen. Also, um den Krieg zu erklären, rechts klicken Sie auf die Slowakei. Das tun wir ja. Wählen Sie unten Diplomatie. Und hier Kriegserklärung. Klingt alles ein bisschen komisch. Also, wenn ich die zu einer Kernprovinz erkläre, heißt das noch lange nicht, dass sie irgendwie zu mir gehört, sondern einfach nur, dass ich sage: Hey, ich habe einen Anspruch darauf. Und da ja so die bösen anderen Fiesen wohnen, die eigentlich mir die Kernprovinz weggenommen haben, muss ich die jetzt bekämpfen. Also, das ist es dann eher. Jetzt kommt die Kriegserklärung. Und in diesem Fenster dann, da sehe ich dann so die beiden Kriegsparteien. Na, wir sehen hier die Verteidiger, Slowakei, da sind wir. Gesamte Armeestärke 6. Ich bin hier so mit 31 Leuten. Haben wir vorhin gesehen, 31 von 41 möglichen.
mit Fliegern und Infanterie und so weiter. Und dann gucke ich mal hier unten Auswirkungen des Krieges. Was würde denn passieren? Bevölkerungswachstum, Armeeunterhaltung, Kriegsverluste? Ja. Wobei ich mich dann manchmal auch gefragt habe, Bevölkerungswachstum, Auswirkungen wäre schön, hätten die mal hingeschrieben, vielleicht negativ oder positiv. Was passiert für wie viele Runden? Weiß ja nicht, wenn da die Männer sterben, gibt es vielleicht irgendwie dann 10 Jahre lang weniger Kinder oder so. Also, nachdem man dann auch den Krieg erklärt hat, muss ich dem Kriegsschauplatz hinter Einheiten zuweisen. Ja, also damit die eben auch dementsprechend irgendwo kämpfen. Ich sage jetzt erstmal ja. Jetzt sind wir bei dieser Zuweisung. Da habe ich hier diese Plus-Minus-Dinger. Ja, indem ich die Schieberegler, dann mehr oder weniger Schieberegler nennen die das hier, ist eigentlich doof, entsprechend irgendwo einstelle. Tja, jetzt könnte ich mal gucken. Weiß ich auch nicht. Jetzt, wie viel nehme ich denn mal? 50% zuweisen meiner Armee wäre so die Hälfte von 31, wären so gute 15, die haben 6. Ja, sollte ja reichen, ne? Ja, 50%, das wird dann automatisch irgendwie gepackt. Ich könnte auch noch so ein bisschen hin und her schieben und sagen, nee, ich will aber lieber mehr. Oder gar keine Flugzeuge. Was noch wichtig ist, das ist hier oben links in dem Kasten zu lesen, also dass eine Kriegserklärung eben nicht gratis ist. Zudem steigt der Einheit oder Einheitenunterhalt im Krieg an. Das heißt, die wollen dann mehr Kohle, klar, sie kämpfen. Typisches Söldnertum. Söldnertum. Voll doof. Naja, gut. Okay. Wir haben den Krieg erklärt. Schubidu. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ist so ein Kriegsfenster da, dann wird man gleich sehen, was da irgendwie so mehr oder weniger abläuft. Jetzt hier unten Verzögerungsverteidigung, Operation zuweisen. Wir könnten, ja, was machen wir denn jetzt? Puh. Frontalangriff. Also Erfolgsmöglichkeit sehr hoch bei allen hier irgendwie anscheinend. Oder hier nur hoch wichtige Städte erobern. Wie gehen wir die an? Ja, hier oben steht dann auch nochmal, benötigte Tage zur Durchführung gibt es da, Punkte für den Sieg, Verlustrate, rot bedeutet eine höhere, also dies hier oben, dieser Tödlichkeit mit dem roten Schädel und hier passiert nicht so viel bei den grünen Schädelchen. Das ist ein ganz guter, ja, guter Wert, dass wir wenig Einheiten verlieren und weiß ich nicht, wir müssen unsere Leute jetzt nicht verheizen, also ich würde jetzt keinen Frontalangriff irgendwie fahren, auch wenn da steht so, ja, hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die besiegst, klar durch pure Masse, aber meinen Leuten geht es trotzdem scheiße. Fände ich jetzt nicht so gut. Lufthoheit bringt mir persönlich auch nicht viel, wenn ich sage, ich will die erobern. Wichtige Städte, finde ich, zieht immer, ne? Oder? Gucken wir mal. So. Jetzt kommt hier oben noch der Text zu dem, was ich eigentlich irgendwie jetzt mache. Links klicken Sie auf eine Schaltfläche, um eine Operation auszuwählen. Nach einer Weile beginnen die Kampfhandlungen. Das sehen wir hier gerade. Das Resultat zeigt einen Balken an. Ist der Balken komplett grün, haben Sie gewonnen und sich quasi einen Kriegswert verdient. Ist der Balken komplett rot, hat der Gegner gewonnen und sich erfolgreich verteidigt. Dabei gewinnt niemand den Kriegswert. Dasselbe gilt, wenn Sie sich verteidigen. Naja, also wenn wir angegriffen werden, ne, ist klar. Sie und Ihr Gegner können sich beide von einer Operation zurückziehen. Also wenn ich sage, das sieht doof aus, dann verpiesel ich mich lieber. Dazu muss man dann nur auf die Schaltfläche zurückziehen klicken. Das habe ich jetzt natürlich hier irgendwie verpasst. Mehr oder weniger, weil ich hier so ein bisschen vorlese und mich darum nicht gekümmert habe. Okay, also und hier, also was auch wichtig ist, dadurch hat der Gegner die Operation sofort gewonnen, aber ich verliere die übrig gebliebenen Einheiten nicht. Wenn ich mich zurückziehe, habe ich tatsächlich oder so meine Truppen, die dabei entkommen konnten, die behalte ich. Also die werden nicht irgendwie so in den Rücken geschossen und sind dann futsch. So, Militäroperation gewonnen, wichtige Städte erobern gegen die Slowakei. Ja, sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Habe ich doch dementsprechend gar nicht so schlecht abgeschnitten bei der Sache, ja.
So, wie Sie sehen, listen einige Operationen, etwa Verzögerungsverteidigung, nur ihre Einheiten auf. So, solche statistischen Operationen dienen dazu, ihre Einheiten im Verteidigungskampf zu unterstützen. Sie können die Operation jederzeit mit dem Klick und so weiter auf zurückziehen. Das hatten wir schon. Wetter und Topografie beeinflussen die Fähigkeiten von Angreifern und Verteidigern ebenfalls. Zum Beispiel sind Gebirge einfacher zu verteidigen. Sie können die geografischen Einheiten oder Gegebenheiten in der Kartensicht im Gelände überprüfen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vorher dann schon so ein bisschen was für die absoluten Strategen mit so einer, ja, etwas mehr oder weniger Übermacht, so wie das gerade war, irgendwie 31 zu, wie viel war das, 6 oder die Hälfte dann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie noch auf die Gebirge gucken, sondern einfach mal hoffen, dass meine militärischen Einheiten das schlichtweg irgendwie einfach erledigen. Fertig. Wenn Sie nicht mehr kämpfen wollen, können Sie Friedensverhandlungen anstoßen. Naja, hallo, ich habe dir gerade wehgetan, aber ich denke mal, wir können uns vertragen. Klicken Sie dazu im Kriegsmenü auf Friedensverhandlungen. Warum blinkt denn eigentlich hier gerade da unten das Aufträge? Ah, da war noch einer, den ich wegklicken musste. Und jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Sie können Ihrem Gegner drei unterschiedliche Friedensarten vorschlagen. Zustand vor dem Krieg, niemand gewinnt oder verliert, also jeder behält irgendwie alles. Frieden vorschlagen, ein bisschen was verlangen oder kapitulieren, aufgeben, aber ich will den ja irgendwo ein in mein, naja, ich könnte jetzt sagen, in mein Reich bringen. Ist jetzt irgendwie doof, ne? Ihr Gegner wird das Angebot annehmen, also das ist immer abhängig von dem Kriegswert, den man so hat. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, was das Spiel jetzt hier so gerade von mir will. Denn hier haben wir Friedensverhandlungen. Da können wir mal gucken. Angebot senden. Ich breche das mal ab. Was konnte ich denn noch machen? Ich könnte den Krieg weiter. Naja, ich mache mal Friedensverhandlungen. Senden wir das mal. Vorschlag angenommen. So, um den Auftrag abzuschließen, müssen Sie die Kontrolle über die Slowakei erlangen. Gewinnen Sie den Krieg, indem Sie Operationen gewinnen. Öffnen Sie das Fenster mit den Friedensverhandlungen. Wählen Sie zum Beispiel Frieden vorschlagen und danach Provinz annektieren. Können wir auch nochmal machen. Ups. Ja, das habe ich jetzt irgendwie versemmelt, weil ich gesagt habe. Ne, Moment. Ich glaube, jetzt müsste ich denen wieder den Krieg erklären. Ups. Naja, im Endeffekt oder so ist die Slowakei dann eine Provinz von mir, die man annektiert hat. Und ja, an der Stelle würde ich jetzt grundsätzlich erstmal irgendwie eine Runde aussteigen, weil ich das dann zeitlich hinter weit über eine Stunde irgendwie so packe. Ich denke, jeder kann irgendwo an dem Punkt Informationen, was steht hier? UN, die nächsten UN-Mitglieder wurden gewählt. Super. Also jeder kann so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, wie dieses Spiel funktioniert, worauf das hinausläuft, also wie das mit der Karte funktioniert, wie das na, hier so von der Menüführung ist und dass das auch sicherlich etwas ist oder so, wo man sich in die Feinheiten so ein bisschen reindenken muss hinterher. Wie ich das schon sagte, dass man das nicht irgendwo an einem Tag spielt und dann irgendwo eben ganz lange in die Ecke packt, das geht nicht. Aber wer so ein bisschen Spaß hat und sagt, also probiere mal so ein bisschen politisch rum, für den ist das sicherlich irgendwo ein ganz lustiges Spielchen. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn das mal in einem recht günstigen Verkauf ist, dann kann man damit leben. Also auch irgendwie die Größe an sich, die es auf der Festplatte einnimmt, ist nicht redenswert oder nicht gerade erwähnenswert, also nicht so besonders groß. Und ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat ein klein bisschen irgendwie Sinn gemacht, das hier mal zu zeigen. Also für Leute, die so strategisch unterwegs sind und sagen, ey, ist mein Ding, will ich auch irgendwo, vielleicht, keine Ahnung, die Weltherrschaft irgendwie übernehmen oder irgendwo Wirtschaftsmogul werden oder was auch immer, andere unter meine Knute zwingen, indem sie von mir abhängig sind, das geht. Und ja, dann beende ich die Runde Stunde und mache nächstes Mal auf jeden Fall
dann noch etwas, was wieder eine ganz andere Grafik hat. In mir schweben da so zwei Dungeon Crawler vor. Also, bis bald. Und viele liebe Grüße. Tschüss.